Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video bei Orangief Games. Ihr wollt schon immer einen TeamSpeak 3 Server auf euren Root Server, also unter Windows Server, installieren, dann seid ihr genau hier richtig. Bis gleich nach dem Intro. So, was ihr als allererstes machen müsst, ist in euren Internet Explorer reinzugehen, dort wo ihr nachgoogelt und so weiter. Da müsst ihr einfach auf die Internetseite von teamspeak.com oder teamspeak.de, egal welcher. Unter Downloads findet ihr dann den Bereich Server. Hier seht ihr schon mal Linux Server, gibt es hier welche für FreeBSD. Oder hier für Windows ist hier gleich hier oder für Markus, wie auch immer, das kenne ich überhaupt nicht. Ja, ich habe einen Windows 64-Bit-System. Deshalb lade ich jetzt auch die 64-Bit herunter und downloaden das mal. Ja, dann haben wir das hier alles einfach gedownloadet. Ja, extrem das da. So, packen das auf unseren Desktop. Ja, dann haben wir jetzt auf unserem Desktop, also das könnt ihr auf jeden x-beliebigen Windows-Server machen, also hier Windows Server 2016, Windows Server 2012, Windows Server 2008, glaube ich, war das. Ja, könnt ihr dann jetzt hier jedenfalls dann hier starten, jetzt in TeamSpeak. Hier müsst ihr dann natürlich die Lizenz noch akzeptieren. Akzeptieren wir mal. Und erstellen uns mal kurz mal hier dann, jedenfalls mache ich das so, erstelle ich einen neuen Ordner, da erstelle ich ein neues Textdokument, da füge ich dann die Daten hier dann ein. Denn die sind wichtig, die braucht man und so weiter. Ja. Dann haben wir unseren Server erstmal hier in der Spalte. Wir haben jetzt unseren Server angeschaltet. Der Server wird erstmal nicht über den ganz normalen Netzwerk drauflaufen, sondern den werdet ihr nur über den Localhost-Server finden. Das heißt, da kann auch keiner zugreifen, bis auf ihr selbst. Hier haben wir den Server, fügen unseren Token hier ein. Ja, haben wir hier dann ja, unseren TeamSpeak. Das sind ja die Admin-Server-Query-Daten, die wir dann über Jadqua nehmen können, um den Server zu bearbeiten. Ja. Bei uns ist ja auch wieder hier Localhost, das ist 127.0.0.1. Gehen wir mal kurz das Server-Passwort ein. Ja, dann haben wir auch hier die Query-Daten und so weiter. So, aber ich glaube, ihr wollt auch sicherlich, dass, wenn es dann nicht auf einen Server von euch drauf ist, dass dann darauf jeder Zugriff hat. Also gehen wir unter Firewall dann. Also, wenn ihr wollt, dass darauf jeder Zugriff hat. Unter Firewall, da findet ihr dann den Bereich, also, ihr müsst dann in die erweiterte Einstellungen reingehen. Da ist dann eingehende und ausgehende Verbindungen. Da müsst ihr zum Beispiel jetzt nachschauen, welche Ports TeamSpeak nutzt. Dafür gibt ihr mal CS3 Ports ein und ja, da findet ihr die Webseite, wo hier die Default Ports stehen. Hier haben wir dann einmal den Port bla bla bla. Dann hier das ist der Port zum Connecten, das ist hier noch andere Ports, File Transfer, Server Query hier und so weiter. Das heißt, theoretisch, das hier müsst ihr euch jetzt nehmen und geht jetzt unter eingehende Verbindung, neue Regel, Ports. Dann drückt ihr jetzt hier TCP, war sicherlich TCP, dann das hier und dann das. Verbindung zulassen natürlich. Dann hier weiter und dann gibt es hier irgendwie einen Namen ein, zum Beispiel CS3 Port 9987 und dann drückt ihr auf Fertigstellen und dann wird dann der Port hier dann angezeichnet und dann ja schaut ihr nach, ob ihr euren Server für Sicherheit nochmal
neu startet oder ja, oder ob man da den schon erreichen kann von außen. Aber wir brauchen ja den Server bei uns nicht, also ja, werden wir jetzt den auch erstmal stoppen. Haben wir den jetzt einfach gestoppt. Ja, das ist unser Server. Ja, wenn ihr noch mehr Tutorials sehen wollt darüber, wie ihr einen Teamfix-Server auf meinen, also auf euren Server installiert oder andere hilfreiche Sachen, wie ihr dies und das installiert, dann schreibt mich gerne unten in die Kommentare an. Ja, ich denke mal, das war's mit dem Video für heute schon mal. Es kommt vielleicht noch die Woche dann noch mal irgendein Tutorial irgendwie oder Let's Play. Bis zum nächsten Mal, euer GIFGames. Ciao. Ach, und bevor ich es vergesse, die ganzen Seiten und so weiter sind unten in der Videobeschreibung verlinkt.